Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was ich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt als festes Let's Play starten werde oder so ein Nebenprojekt oder nur so Highlights zusammenschneiden werde. Hier ist auf jeden Fall schon mal Gefahr, das ist nicht so toll. Und zwar, ja, ihr seht schon, Don't Starve. Ich hab's mal eine Zeit lang im Livestream gespielt. Das sind meine Samen. Ja. Ist aber jetzt schon länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe und ich habe mittlerweile auch das DLC dazu geholt. Das mit den Riesen und so. Das ist dann. Das macht das Spiel einfach noch mal ein bisschen schwerer. Und da bin ich mal gespannt, wie ich mit klarkomme. Ein bisschen an ein paar Sachen kann ich mich noch erinnern, wie die funktioniert haben. Ich könnte eine Axt gebrauchen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Dafür brauche ich ein paar Flintsteine. Wo sind sie denn? Ich brauche irgendwie so ein bisschen Flintstone oder wie man das hier jetzt auch nennt in dem Spiel, das ja auf Englisch ist. Obwohl ich glaube, man. Da! Ich glaube, man kann es auch auf Deutsch stellen. Ah ja, da ist hier auch schon Zeug hier so. Ja, ich weiß nicht, was diese Sammelobjekte jetzt so wirklich bringen. Aber auf jeden Fall brauche ich hier jetzt erstmal. Brauche ich hier jetzt erstmal ordentlich. Holz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm. Komm, das schaffst du doch auch schneller. Schneller! Danke sehr. So, da habe ich einen Speer gesehen. Den kann man sehr gut gebrauchen. So, und da sind auch schon ein paar Steine. Hier ist ein bisschen Gras. Gras. Einfach alles. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Aber am Anfang sollte man einfach alles sammeln, was man irgendwie sieht. Einfach mal alles sammeln. So. Hier sind überall schon ein paar schöne Stöcker. Da ist noch ein bisschen Gold. Das kann man auch sehr gut gebrauchen in dem Spiel. Und hier ist schon so ein schöner Stein. Wenn man den aktiviert, dann wird man hier wiederbelebt, wenn man stirbt. Das ist sehr praktisch. Und hier ist ein Friedhof. Boah. Geht ja schon am Anfang gut los hier mit den Biomen. Nimm das, Natur, ja. Finde ich auch. So. Einfach am Anfang alles sammeln und sich so schnell wie möglich eine Axt bauen, dass man ein bisschen Holz sammeln kann. Ja, das braucht man. Für die Nacht. Wenn man, wenn es in der Nacht dunkel wird. Also in der Nacht wird es dunkel. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Dann stirbt man. Wenn man nicht irgendwie an einer Lichtquelle oder so ist. Das habe ich bei meinem ersten Versuch des Spiels gemerkt. Habe ich gehofft, ja, so wie in Minecraft. In Minecraft kann man ja auch irgendwie durch die Nacht kommen. Habe ich gehofft, ja, vielleicht habe ich ja irgendwie Glück. Vielleicht werde ich es überleben. Und dann nach ein paar Sekunden, sobald es dann ganz dunkel wurde, war ich dann weg vom Fenster. Lektion gelernt. Und Essen braucht man auch. Aber im Moment sieht mein Magen noch ziemlich gut aus. Hier ist Gold, das kann man auch gebrauchen. Kann ich hier vielleicht schon. Ja, ich kann. Nein. Hier, equipped. Danke sehr. Und einmal voll drauf hämmern. So. Dam, 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 dam. Na komm. Danke sehr. Man kann, glaube ich, auch Leertaste halten. Dann sammelt er direkt das ein, was in der Nähe ist. Aber es ist jetzt für mich ein bisschen umständlich, weil meine Tastatur ist ein bisschen, ja, weiter weg. Dann müsste ich den Arm schon ein bisschen länger machen. Ich könnte ihn ja natürlich näher ranziehen, aber es wäre zu einfach. Okay, am Anfang halte ich immer nach einem speziellen Biom Ausschau.
nämlich Savanne. Weil in der Savanne gibt es immer so diese schönen Büffelherden, wo man sich dann im Winter gut mit Fleisch versorgen kann. Und Hasen gibt es da auch ganz viele. Ja, dann kommt man besser durch den Winter, wenn man da was zu essen hat. Und ich glaube, ich sollte vielleicht gleich schon langsam mein erstes Lagerfeuer schon mal aufbauen. Ja, wird schon langsam Zeit. Langsam. Ne, machen wir das normale. Ich habe nämlich vor, so schnell wie möglich weiterzuziehen. Es regnet im Moment zumindest nicht. Das hilft ja schon mal was. So, jetzt wird's dunkel. Da hebe ich mir noch die Samen auf. Die Beeren esse ich mal. Wenn ich die schon mal habe, dann kann ich sie auch essen. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, mit Savanne ist ein bisschen schlecht. Hier unten könnte es sein. Dann werde ich da gleich mal runterlaufen, wenn die Nacht vorbei ist. So, Nitron. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, ein paar Mods habe ich auch installiert. Und zwar hier einmal auf der... dass mir auf der Karte hier Büffelherden, glaube ich, angezeigt werden. Das habe ich, glaube ich, auch aktiviert. Oder? Nee, ich habe was mit diesen... ich weiß nicht, was es für ein Geräusch war. Das war kein Furz. Das war nur so irgendein komisches Geräusch, was ich mit dem Mund gemacht habe. Da ist nämlich die Luft komisch aus meinen... Ach, ist egal. Ja, ich glaube, die Büffelherren habe ich da mit reingenommen und die Zahnfallen, dass die gefixt werden, quasi. Also, man kann sich auch Zähnen und irgendwelchen anderen Zeug, kann man sich so schöne Zahnfallen machen, dass wenn da ein Gegner da drauf läuft, dass er dann aktiviert wird. Und dann halt so schön tötet. Sehr nice. Es war mal so, dass die Zahnfallen überprüft immer noch in einer gewissen Zeit, ob da ein Gegner ist. Wenn ja, dann schnappt sie zu. Früher war das so, dass sie halt immer nach 0,4 Sekunden immer geguckt hat und danach nach einem Update war es irgendwann so, dass sie nur alle 2 Sekunden angeguckt hat. Ja, und die Mod, die macht das halt so, dass es so wie vorher war. Wie in den guten alten Zeiten. Ansonsten, ich muss mal gucken. Ansonsten, ich gucke auch nochmal nach, was ich denn so Schönes an Mods finde, sobald ich die ersten 1-2 Folgen dann schon mal aufgenommen habe. Ah, schön, da kommt jetzt der Regen. Oh, wunderbar. Habe ich mich doch schon so drauf gefreut. Und dazu gibt es auch noch schön Gewitter. Das ist natürlich immer am besten. Dann sammle ich mal besser auch nochmal. Nee. Das wird jetzt sowieso alles durchweicht. Jetzt nach und nach. Brauche ich jetzt nicht nochmal extra Holz sammeln. Ich denke mal, da unten wird es auch irgendwo Bäume geben. Denn die Sachen, die, wenn es regnet, so wie jetzt, dann können die Sachen, die man im Inventar hat, die können dann nass werden. Und dann können dann halt, ja, unbrauchbar werden. So, wo muss ich jetzt lang? Was wird dann... Ja, ich muss weiter nach unten. So, was dann halt... Nasses Holz, das brennt... Ja, hier ist die Savanne, sehr schön. Nasses Holz, das brennt halt nicht so gut. Logischerweise. Zum Beispiel. Was jetzt noch so ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber hier wäre ich irgendwo mein Lager. Hier, da seht ihr hier die Anzeige, wie nass man ist. Im Moment sind meine Items noch alle in Ordnung. Und ich brauche eine neue Spitzhacke. So. Ich denke mal, ein Steinzeug habe ich erstmal genug. Guck ich mal, ob ich hier irgendwo auch eine Büffelerde finde. Sonst bringt mir das hier nicht so viel.
Am besten nicht. Also diese Wege hier, die hier so ein bisschen, ja, eingezeichnet sind, eingekraut sind, auf denen kann man dann schneller laufen. Hier merkt ihr hier so ein bisschen langsam und sobald ich hier auf den Trampelpfad oder so bin, geht das wieder schnell. Aber hier habe ich bis jetzt noch keine Büffel gesehen. Es wäre natürlich so ein bisschen suboptimal. Ich möchte schon gerne. Was ist das denn? The Kingdom of Muddy Man is closed for the season. Okay. Ach, die gibt's jetzt nur zu bestimmten Jahreszeiten oder was, die Hasen? Das. Ja, das macht die Büffel leider noch mal ein bisschen wichtiger. Aber hier scheint nirgendwo was zu sein. Dann müsste ich nach einer anderen Savanne suchen. Oh, da ist eine schöne Blume. Die könnte ich gebrauchen. Damit ich nicht komplett durchdrehe. Mal sehen. Also Hasen gibt's hier genug. Theoretisch. Nur Büffel. Die vermisse ich da gerade so ein bisschen. Ich suche mal weiter. Ich gehe mal weiter den Weg entlang. Ich muss erstmal wieder Holz hacken. Ist mal ganz wichtig. Ach, unterm Baum, da kann man sich auch vom Wasser ein bisschen schützen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Und ich könnte was zu essen gebrauchen. Da habe ich, glaube ich, einen Büffel gesehen. Ja, hier sind welche. Sind sehr schön, aber es sind nur drei Stück. Das ist jetzt nicht so viel. Ich hoffe, die vermehren sich noch. Oh, H2O. Ja, ich hab's auch gemerkt. Ich brauche was zu essen. Ich brauche irgendwie so Möhren und Beeren und so. Hier ist schon mal eine Möhre. Ich will die jetzt nicht direkt klein machen, die Büffel. Die werde ich noch später brauchen. Die müssen sich ja noch ein bisschen fortpflanzen. Tach, ich mach nichts. Keine Sorge, ich tue euch hier nichts an. Nein, ich mach doch nichts. Geht weg. Nein, geht weg. Geht weg, ich will auch nichts machen. Ich will auch nur Essen holen. Gut. Schon keine Lust mehr. Oh, irgendwie. Ich habe das Gefühl, irgendwas kommt. Irgendetwas, was mir nicht gefallen wird, wird kommen. Oder irgendwie so. Nee, doch nichts. Dann ist ja gut. Boah, was ich jetzt bisher an Essen habe, ist schon ein bisschen jämmerlich. Warte, habe ich wirklich die Büffel? Ja, die Büffel habe ich mit auf der Karte. Die werden sonst nicht angezeigt ohne Mod. Okay, sind noch welche in der Nähe. Aber wieder nur drei Stück. Ich könnte was zu essen gebrauchen. Ui. Ich glaube, ich brauche ein Lagerfeuer. Okay. Ich wusste nicht, dass man, wenn man zu lange im Regen rumläuft, dass man da quasi erfrieren kann. Ja, ich werde die mal kochen. Ich glaube, es bringt jetzt aber nichts im Sinne von vom Magen, vom Hunger. Ja, jetzt werden hier langsam meine Sachen nass. Das ist nicht so toll. Man kann sich irgendwas basteln, um da entgegenzuwirken, aber ich
Ja, die habe ich bis jetzt im Moment nicht. Warte, wenn ich mich hier wirklich hier. Ja. Ja, ich denke mal, ich werde mich hier mal niederlassen. Ich scheint jetzt auch weit genug von jeglicher Büffelherde zu sein. Das Problem ist bei Büffelherden, wenn es Frühling ist oder so. Die haben Paarungszeit und bei Paarungszeit sind sie halt aggressiv. Da mag man nicht, wenn man bei denen da in der Nähe rumläuft. Ja, ist in Ordnung. Boah, der Fall ist ganz dick, meine geistige Zurechnungsfähigkeit, sage ich jetzt mal. Die wird jetzt nicht unbedingt besser. Science. Ja, Science Machine will ich bauen. So, jetzt können wir uns ein paar andere Sachen bauen. Mal sehen. Ach, ich will immer da immer runterscrollen. Ich weiß auch nicht wieso. Mal sehen, wie wär's mit noch mehr Science? Alchemie-Maschine. Da brauchen wir. Da müssen wir eins von diesen komischen Dingern da tot machen, die uns vorhin angegriffen haben. Mal sehen. Survival. Unter Essen, da gibt es hier jetzt nichts, was wir machen können. Wir können uns aber hier so schön Rucksack machen. Werde ich mal machen. So. Ich hoffe, dass ich irgendwo an ein Gebiet rankomme, wo ein bisschen mehr Essen ist. Das sieht ja schon mal vom Boden her, sieht ja schon mal ganz gut aus. Und der Regen hat jetzt zum Glück auch aufgehört. Warte, da ist irgendwas. Pickaxe? Ach. Nee, 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 das will ich jetzt noch nicht machen. So, jetzt ist er erstmal komplett durchweicht. Das mag er hier leben, das Leben gerade nicht so sehr. Ich will essen, ich will auch nur essen. Ich könnte ja auch irgendwie mir einen Hammer machen, dann kann ich mir das Zeug klein machen. Wo ich vorhin den Stein hatte, bei dem, also den Wiederbelebungspunkt. Laufe ich jetzt eigentlich lang? Nee, ich laufe schon in die richtige Richtung. Dann können wir uns daraus schon mal immerhin eine Rüstung machen. Zumindest schon mal einen guten Helm. Und brauchen werden wir es. Soll ich ins Risiko gehen? Und den angreifen? Ich glaube, ich brauche das Ding. Ich brauche etwas, was er da droppt, wenn er dann getötet wird. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich wollte nur mal gucken, was hier so Schönes ist. Dum-dum-dum-dum. Ich kenne ein Lied, das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Die habe ich vorhin hier aber nicht gesehen. Sind die neu hier? Bist du neu hier? Ach, da war das Ding. Okay. Dass wir uns einen Hammer machen konnten, das habe ich vorhin schon gesehen. So. Ein Hammer. So. Jetzt können wir das hier klein machen. Können wir uns daraus eine Rüstung holen, machen. So.
Dann hoffe ich, dass ich irgendwo noch ein paar Büsche so finde mit Beeren oder so. Das ist schon sehr grenzwertig, was ich im Moment hier an Hunger habe. Und es regnet jetzt auch schon wieder. Das macht die Sache natürlich auch nicht besser. Hier ist Eis, das braucht man auch irgendwann. Da ist ein Busch, Bärenbusch. Ja. Holz brauche ich. Gut, dass ich... Holz brauche ich ganz dringend. Ach, jetzt ist meine Axt kaputt. Aber zum Glück kann ich hier einfach eine neue machen. Also so wie es jetzt aussieht, habe ich starke Bedenken, dass wir es durch die Nacht schaffen. Habe ich sehr starke Bedenken. Komm schon, irgendwo wird doch irgendwas sein zu essen, irgendein Busch oder so. Kann doch nicht wahr sein, dass es das alles war. Ich meine, ich habe noch Samen, die kann man auch essen, aber die bringen jetzt nicht so viel. Hier ist noch einer. Ach Gott. Hier. Ist immer ein Grund. Ach, vermutlich, weil ich nicht genug Dings habe. Ja, das wird sehr knapp. Aber ob wir es überleben, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Bis dahin und schnell ans warme Feuer. Schnell ans warme Feuer, schnell ans warme Feuer. Und ja, ciao.